gleich da. Dann ist, ich kann schon riechen. Das Perukeville-Festival in Weeze. 85.000 Menschen feiern 96 Stunden in der fiktiven Stadt Perukeville. Wir begleiten die Freunde Thomas, Christian und Mark beim größten Elektro-Festival Deutschlands. Ob du Banker bist, ob du irgendwo am Kiosk arbeitest oder sonst was machst, das ist so egal. Hauptsache, du hast Spaß. Wir sind dabei, vor und hinter den Kulissen, in Ekstase und bei Stimmungskillern. Nein, es ist nicht weniger geworden. Vorher und nachher. Kann das ein perfektes Festivalwochenende werden? Und was ist mit der Umwelt? Die Jungs kommen mit dem Rad. Sie wohnen nur 10 Kilometer entfernt vom ehemaligen Militärflughafen am Niederrhein. Obwohl das Festival offiziell erst morgen startet, reisen heute schon rund 40.000 Camper aus ganz Europa an und müssen erstmal in einer riesigen Schlange stehen. Bis zu 6 Stunden. Unsere Jungs warten aber nur knapp 30 Minuten. Wir konnten an der Schlange vorbeilaufen, also beziehungsweise uns an einer anderen Schlange anstellen, weil wir uns vor vier Jahren entschieden haben, uns VIP-Tickets zu gönnen. Das klingt spektakulärer, als es ist. Man darf im Prinzip sich nur an einer anderen Schlange anstellen und erhofft so, dass man etwas schneller aufs Campinggelände kommt. Das ist ein Luxus, den wir uns gönnen, weil es der Jahresurlaub ist. Der Spaß kostet so um die 400 Euro. 100 Euro mehr als eine normale Karte. Lohnt sich das? Für bessere Klos, für schneller Dasein, schneller am Bier, eine VIP-Bühne lohnt sich. Das ist für uns. Aber ich kriege ja jetzt schon zu viel. Also mir dauert das ja schon zu lang. Aber wenn ich da stehen würde, nee. Das Perukeville gibt es erst seit 5 Jahren. Nach 2 Stunden waren fast alle Tickets ausverkauft. Wir lieben euch mit einem speziellen Zeltplatz, den wir auch unbedingt wieder haben. Achtung, weiter! Und das wäre schon echt schade, wenn das jetzt nicht klappt. Da müssen wir mal schauen. Drückt uns mal die Daumen. Die Gruppe aus Kevela ist schon seit dem ersten Jahr mit dabei. Da hat man schon seinen Stammplatz. Wenn man ihn bekommt. Die guten Plätze sind fast weg. Ein Teil der Gruppe läuft deswegen vor. Der Rest nimmt das Gepäck. Der richtige Platz, perfekt. Nein, es könnte nicht besser sein. Perfekt, oder? Perfekt. Christian, wie habt ihr es geschafft, dass ihr genau hier wieder euren Zeltplatz bekommen habt? Ich würde sagen, eine Riesenportion Glück. Letztes Jahr waren wir zufälligerweise auch genau hier. Das ist eigentlich perfekt, weil so kommst du direkt aufs Festivalgelände drauf. Jeder muss an dir vorbei. Das heißt, wir haben nochmal die Chance, jeden zu sehen, den man hier so kennt. Genau richtig. Perfekt gelaufen. Aber ich glaube, wenn wir 5 Minuten später gekommen wären, wäre das schon kritisch geworden. Schwein gehabt. Im echten Leben sind Christian und die anderen Informatiker, Notfallsanitäter und Dozent. Für die nächsten 4 Tage ist der Campingplatz ihr Zuhause. Und eine Welt für sich. Mit eigenem Discounter. Wo sagst du es kühl? Drinnen gibt es alles, was das Festivalherz begehrt. Kevin, wo sagst du es kühl? Aber nicht nur Getränke oder Lebensmittel. Hier stapelt sich Camping-Equipment zu Billigpreisen. Es wird langsam schwer. Der Gedanke dahinter, man kann ohne Gepäck anreisen und sich hier mit allem eindecken, ohne zu schleppen. Aber was wird am Abreisetag mit den Sachen passieren? Aber es wird langsam schwer. Unsere Jungs brauchen nur Lebensmittel. Sonst haben sie alles dabei. Wie ihr Maskottchen, die gelbe Ente. Im ersten Jahr war das Tolle einfach, dass ich immer vor der Bühne stand, die Ente hochgehalten habe und jeder immer wusste, wo wir sind. Wir haben uns immer wieder gefunden. Und dadurch hat sich das etabliert und es ist geblieben. Die Leute sind teilweise zu uns gekommen, haben sich selbst, also andere, haben sich daran orientiert, wo die Ente ist. Und ja, so ist es gekommen. Sie haben sogar eigene Sticker von ihrem Maskottchen. Nur zum Spaß. Alles und jeder wird beklebt. Offiziell hat das Festival noch gar nicht angefangen. Das Gelände ist noch gesperrt. Aber das ist auf dem Campingplatz egal. Hier startet die Party schon heute.
Shisha am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Morgen. Ja, morgen. Ist scheiße. Tag 2 läuft gut. Stimmung ist Bombe. Es geht gleich los aufs Festivalgelände. Wir sind heiß. Das Wetter ist heiß. Der Typ hier ist heiß. Geiler Scheiß. Alles geil. Aus Jux und Dollerei. Wie viel habt ihr? 10.000. Wie viele gehen weg? 10.000 und einer. Ja. Thomas' Freundin Linda ist gerade erst angekommen. Sie musste noch eine Klausur schreiben. Jetzt geht's das erste Mal zum Festivalgelände. Mainstage! Wie die Mainstage aussieht, ist jedes Jahr ein großes Geheimnis. Das Panorama lädt ja gerade dazu ein, dass man Vorfreude entwickelt. Geile Musik, man fühlt sich wie zu Hause, weil wir kennen es ja von den letzten Jahren auch schon. Auf jeden Fall, Vorfreude ist da. Wo ist die Mainstage? Da vorne. Hey! Auf jeden Fall. Ja, von hinten konnte man es ja schon ein bisschen so erahnen. Aber ist immer wieder schön, die von Neuem zu sehen, wie sie, was sie sich halt gedacht haben. Ich bin echt gespannt. Die Mainstage. 5 Wochen Bauzeit. Er weiß ganz genau, wie sie aussieht, denn er hat sie gebaut. Robert Sommer ist technischer Leiter beim Perukaville und auch für die kreative Gestaltung zuständig. Kurz vor dem Einlass checkt er noch einmal, ob alles in Ordnung ist. In diesem Jahr ist die Hauptbühne ein riesiges Luftschiff, 36 Meter hoch und 200 Meter breit. Stück für Stück, wie die Bühne gebaut wird, sieht man das, was man sich eigentlich einfallen lassen hat oder überlegt hat in einem Jahr davor. Und das sind eigentlich, also ist glaube ich nicht ein Moment. Also ein großer Moment ist wirklich, wenn wir nachher fertig sind und einmal unsere Zeremonie geprobt haben. Das war öffentliche Probe am Mittwochabend, auch mit den Veranstaltern, mit den ganzen Leuten, wo man auch viel zusammengearbeitet hat. Und das sind natürlich, das ist schon ein Moment, wo man sagt, so jetzt hat man es geschafft, jetzt kann es losgehen, wo auch so ein bisschen Erleichterung kommt. Durch diesen Gang laufen am Wochenende DJ-Megastars wie Martin Solveig, Felix Jähn, Steve Aoki und die Chainsmokers. Insgesamt performen 300 DJs auf 11 verschiedenen Bühnen. 12 von ihnen reisen mit dem Privatjet an. Ein riesiger Aufwand für 3 Tage Party. Lohnt sich das? Das ist schon ein perfektes Wochenende, doch gerade mit den ganzen Jungs und das ist wie gesagt emotional auch, wir arbeiten hier knapp mit 100 Leuten und wenn man am Ende wirklich fertig ist und den Leuten auch ins Gesicht schaut, auch den Technikern, die sind glücklich, sind happy, dann ist das schon cool, dann ist das ein gelungenes Wochenende, würde ich sagen, ja. 100 Techniker, insgesamt 4000 Mitarbeiter von Fundbüro bis zur Security sorgen dafür, dass die Besucher an diesem Wochenende Spaß haben können. Ja, auf jeden Fall. Aber jetzt müssen wir mal gucken, dass wir nach vorne kommen. Es ist viel zu leise hier hinten. Beim Perukaville geht es aber nicht nur um Musik und Party. Das Besondere an diesem Festival, es ist wie eine eigene Stadt aufgebaut. Und jeder Besucher wird offizieller Bürger dieser Stadt. Also hier jeder Bürger von Perukaville hat eben einen wunderschönen Ausweis, damit man sich eben auch als Bürger von Perukaville identifizieren kann, ausweisen kann. Ja, selbst unsere Ente hat eben auch einen Pass, denn sie ist auch schon jetzt im 5. Jahr, also seit dem 1. mit dabei, seit 2015, sind wir mit der Ente hier am Start und gehen uns jetzt natürlich den Stempel fürs 5. Jahr abholen. Dankeschön. Dankeschön! Sehr schön! Danke. Yes! Ab jetzt gilt auch eine andere Währung, der Token. Das ist der unschöne Teil des Festivals. Der Penny deckt uns ja eigentlich ganz gut ein. Deswegen versuchen wir mit relativ wenig auszukommen, aber ich denke mal, so 20 Token ist man schon quitt. Schauen wir mal. Ein Token gleich 3,50 Euro. Wie viel ist das? 70 Euro? Schwer zu rechnen, einfach zum Ausgeben. Ich glaube, am Ende des Tages ist es einem ein Stück weit egal, aber wenn man Durst hat, hat man Durst. Das bleibt nicht aus, ne? Ist Urlaub?
ist Urlaub. Eintauchen in eine andere Welt, den Alltag vergessen. Zum Beispiel in alten Hangars. Stimmung ist der Burner, sagst du? Stimmung ist der Burner. Okay. Erste offizielle Partynacht. Die Gruppe ist nicht zu bremsen. Warum seid ihr so nass? Weil es ja Arsch heiß drin ist. Und weil das der härteste Shit ist, den man unterwegs gesehen hat. Kann ich auch eine Zeitung haben? Das ist sehr lieb. Danke. Und noch eine bitte. Dann hat die normale Tageszeitung, die wir jeden Morgen bekommen. Nur von Peruka Will? Die ist nur von Peruka Will, ja. Auch nur mit Themen, die uns interessieren könnten. Was könnte euch interessieren heute? Heute zum Beispiel, ziemlich wichtig, heute gibt es eine Wetterwarnung. Nachher kann es zu starken Gewittern kommen und dann müssen wir auch unsere Pavillons abbauen. Noch sieht es da gut aus. Ich denke mal, dass wir relativ viel Glück haben sollten, dass vielleicht nur ein, zwei Schauer vorbeikommen. Ob die Prognose stimmt? Noch ist es jedenfalls staubtrocken. Und das ist ein Problem für die Triebwerke der Flugzeuge, die nebenan am Flughafen Weeze starten und landen. Deshalb muss Fabian Brambosch die Wege wässern, über die tausende Tagesgäste mit Bussen ankommen. Der Landwirt arbeitet das ganze Jahr immer mal wieder für das Festival. Auftanken im Teich der benachbarten Sand- und Kiesbaggerei. 20 Güllefässer voll Wasser holt und entleert Fabian pro Tag auf dem Gelände. Eigentlich fangen die Arbeiten ja wieder ein paar Wochen nach dem Festival an. Die ganzen Wiesen müssen dann alle wieder nachgesät werden, weil die können sich ja bestimmt vorstellen, wie die aussehen, wenn da 60.000 Leute oder so rübergeturnt sind. Da steht fast nichts mehr. Die müssen alle nachgesät werden, gestriegelt werden. Ein riesiger Aufwand. Alleine 15 Liter Diesel verbraucht sein Schlepper in einer Stunde. Und der Fuhrpark des Perukaville ist riesig. Überall sieht man Busse, Transportfahrzeuge, Traktoren, Kräne und Stapler. Da geht ja schon ein Haufen Diesel und so durch. Also da sind ja auch wirklich viele Aggregate und so, wird ein Haufen Energie auch verbraucht. Aber anders wird es beim Festival ja gar nicht funktionieren. Hier kommen ja auch so viele Leute hin. Ich glaube, die meisten denken da nicht drüber nach. Es wird mit Sicherheit auch viele geben, die über sowas nachdenken und sagen, das muss ja nicht sein. Aber ich glaube, die meisten, die wollen einfach nur feiern. Nach einer langen Partynacht erstmal Morgenhygiene. Geht so Zähneputzen auf dem Festival? Vielleicht nicht jeden Tag, aber wenn man gerade kein Wasser zahlt, dann funktioniert das ganz gut. Also das Deutsche Reinheitsgebot sagt ja, dass überwiegend Wasser drin ist, glaube ich. Ne? Das funktioniert, ist auch kein Zucker drin. Hab alles richtig gemacht, Papa. Für noch mehr Hygiene geht's ins Waschzelt. Platz 1 ist Zähneputzen, das muss auf jeden Fall. Gefolgt von Platz 2 Duschen. Jetzt haben wir gerade gehört, dass die Duschen kalt sein sollen. Das wäre nicht so cool, aber er bleibt halt nicht aus. Stinken oder erfrieren? Ich glaube, ich würde lieber erfrieren. Die Schlange war schon mal wesentlich länger. Die ging schon mal bis weit hinter den Turm. Ich denke eine Viertelstunde. 20 Minuten, so eine Viertelstunde, ja. Die andere wollen halt auch duschen, ne? Pro Dusche zahlt man einen Token, also 3,50 Euro. Für unsere Gruppe ist es kostenlos, weil sie das teurere VIP-Ticket haben. Ja, also die Geheimtaktik ist, man muss immer die erste Reihe nehmen, weil alle rennen immer durch, weil die denken, man kann hier gesehen werden. Wenn 40.000 Camper das ganze Wochenende hier duschen und die Toiletten benutzen, kommt einiges zusammen. Das Problem? Die fiktive Stadt hat keine eigene Kanalisation. In riesigen Kunststoffsäcken sammelt sich das Abwasser. 600.000 Liter allein an dieser Stelle. Alles muss extra abtransportiert werden. Die Säcke sind schnell voll. Daher müssen Conny de Jong und seine Kollegen rund um die Uhr abpumpen. Und kommt da was zusammen, oder? Ja, also die Spitzenzeiten kommen da 100 Kubikmeter die Stunde. Wir laden jeder immer so 25, 26 Kubikmeter laden wir hier und dann verbringen wir das weg. Connys Firma fährt zum ersten Mal für das Festival. Das Abwasser muss in die 20 Kilometer entfernte Kläranlage nach Geldern.
Die Anlagen in Weeze und Kleve wären mit den Mengen überfordert. 200 Badewannen voll Schmutzwasser allein in Connys Tanker. Der nächste LKW fährt gleich hinterher. Haben Sie sich das denn schon so vorgestellt, wie es jetzt letztlich ist? Nein, das konnte man nicht glauben. Die Mengen, da haben wir überhaupt, dass da so viele Mengen überhaupt kamen, das ist, da war unbegreiflich sowas hier. Für das Perukaville gibt es dieses Wochenende Extraschichten. Das Abwasser vom Festival entspricht der Menge, die sonst alle Gewerbebetriebe der Gegend zusammen abliefern. Trotz der gigantischen Menge verbrauchen die Bürger von Perukaville übrigens nicht mehr Wasser als ein Durchschnittsdeutscher sonst auch. Etwa 75 Liter am Tag für Waschen und die Klos. Ja, finanziell und emotional. Das Schöne ist halt einfach, dass man wirklich die Tage von Donnerstag bis Montag einfach mal abschalten kann. Das ist vollkommen egal, wer hier ist, wer man ist, sondern einfach, es ist, ja, egal. Ob du Banker bist, ob du irgendwo am Kiosk arbeitest oder sonst was machst, das ist so egal. Hauptsache, du hast Spaß. Fährt man dann einmal weniger in den Urlaub? Entweder einmal weniger oder halt gar nicht. mit dem Fahrrad zum Flughafen und am Flughafen Urlaub machen. Alle andere fliegen vom Flughafen aus in den Urlaub. Wir machen am Flughafen Urlaub. CO2 einsparen? Absolut. Kerosin spart das vielleicht, aber ansonsten ist hier die Infrastruktur für eine neue Kleinstadt aufgebaut. Mehr als 33.000 Lampen und Strahler auf einem Gelände, wo es eigentlich weder Strom noch Steckdosen gibt. Also wir müssen natürlich auch gucken, dass wir eine Show machen. Ja? Und eine Show heißt viel Licht. Jeder könnte sagen, wir können ein bisschen weniger machen, aber es gibt ein Publikumslicht, es gibt ein Showlicht, ein Kulissenlicht. Da muss man einfach den Spagat zwischen beiden finden. Und ich glaube, da sind wir auf einem ganz guten Weg hier. Und wenn hier ein paar Kilometer weiter Kleve als erste Stadt in NRW den Klimanotstand ausruft, und hier, ich weiß nicht, wie viel Feuerwerk und so in die Luft fliegt, denkt man da mal selber in einer ruhigen Minute drüber nach? Das ist jetzt, das ist nicht genau unser Gebiet, man denkt über alles drüber nach. Ne? Aber ich sag mal, das ganze Ökothema ist wichtig, aber irgendwo ist natürlich auch, die Leute müssen irgendwo auch leben. Einerseits, der eine entscheidet sich, ein schnelles Auto zu fahren, der andere sagt, ich gehe auf ein Festival. Ist meine private Meinung. Also ganz ehrlich, finde ich das in Ordnung. Das ist, wie gesagt, es ist ja auch nicht so schlimm, wie es aussieht, aber das muss eigentlich jeder für sich selbst entscheiden. Und ich glaube, das ist jetzt hier ja keine Ökokatastrophe zu sein. Ne? Über eine halbe Million Kilowattstunden Strom werden an 3 Tagen verbraucht. Eine gigantische Zahl. Man muss sich ja vorstellen, es ist ja eine kleine Stadt. Wenn man das auf die ganzen Leute, die jetzt wirklich das Festival besuchen, runter reduziert, ist das, glaube ich, ganz normal im normalen Bedarf. Ja. Tatsächlich. Umgerechnet verbrauchen die Besucher während des Festivals so viel Energie wie zu Hause auch. Marc, bist du immer noch entspannt, was das Wetter angeht? Naja, also es zieht schon ziemlich zu. Also es könnte sein, dass er gleich ein bisschen Spaß haben wird. Hallo, wir fahren mal ein bisschen ab. Egal, erstmal ab zum Schwimmbad. Ein 700 Quadratmeter großer Pool mitten auf dem Festivalgelände. Und hier gibt's direkt eine Challenge. Der Sieger kriegt einen Stempel in den Pass. Wer von euch gleich zuerst angekommen ist, der kriegt Seepferdchen von euch beiden. Und der andere? Gar nicht. Geschafft. Stempelausbildung dauert 3,5 Jahre. Die Wahrscheinlichkeit, dass gleich das gesamte Gelände baden geht, wird immer größer. Anzeigetafeln warnen bereits überall auf dem Gelände vor dem Unwetter. Sehen die Wolken bedrohlich aus? Was ist das denn? Ich habe mich schon immer gefragt, warum ist da oben ein Loch? Das ist nur ein Schauer.
Ein kleiner Schauer. Fast alle auf dem Gelände suchen Unterschlupf vor dem Unwetter. Ich war sehr optimistisch, aber leider war meine Prognose sehr schlecht. Ich guck mal eben nach. Nein, es ist nicht weniger geworden. Eine halbe Stunde dauert der Regen. Die Party auf dem Campingplatz geht trotzdem weiter. Überlebt haben wir, wenn es das gewesen ist. Das wollen wir mal hoffen, dass es das war. Hungrig sind wir trotzdem. Von daher hilft ja nichts. Das ist extrem geil. Wir sind wieder beim Main-Stage zurück. Und gleich kommt Kasten, da muss ich ziemlich das ganze Wochenende gefreut. Ich denke, der wird in 10 Minuten anfangen. Jetzt haben wir erstmal Bier zum Aufwachen geholt. Und dann geht's ab nach vorne zum Feiern. Dann geht's richtig ab. Machen wir Vollgas. Mittlerweile ist es die dritte Partynacht in Folge. Müde ist hier niemand. Sieben Uhr morgens. Zwei Stunden Schlaf und dann das. Ja, ganz gut, bis auf die Kleinigkeit, dass wir, also ich zumindest, weiß nicht, wie es den anderen geht, aber so gegen fünf durch diese nette Truppe da geweckt wurden. Das ist schöner als aufs Meer gucken. Es ist eine andere Qualität. Das aufs Meer gucken hat auch seine Vorzüge. Das ist was anderes. Aber es ist auf jeden Fall unterhaltsam. Stört dich gar nicht, dass du hier so geweckt wirst? Doch. Aber du bist Schlimmeres gewohnt. Ich wollte gerade sagen, es gibt auch Festivals, wo es deutlich früher deutlich lauter wird. Also mit Europax kann man es ein bisschen aushalten, aber ein paar Minuten länger wären trotzdem in Ordnung gewesen. Hört aber dazu. Ja. Ich glaube, ich erfinde irgendwann so ein schalldichtes Zelt. Ich glaube, damit kann ich richtig Kohle machen. Schauen wir mal. Aber erstmal Frühstück besorgen, zum Stärken. Denn am letzten Tag gibt es noch ein Problem. Ich habe die Idee. Wir nehmen die Müllbeutel von denen, dann pusten wir die Müllbeutel auf, damit die Volumen haben. Und dann kommen die in einen anderen Müllbeutel und dann haben wir unser Problem gelöst. Das wär's doch, oder? Das probiere ich gleich aus. Das machen wir. 10 Euro Pfand für Müll zahlt jeder Camper vorab. Das Geld gibt es am Ende gegen einen vollen Müllsack zurück. Das ist jetzt natürlich kein Beispiel für ökologisches Denken oder Nachhaltigkeit. Lass uns einfach. Aber wir haben, wie gesagt, unseren Platz so schön sauber gemacht, dass wir einfach keinen Müll mehr haben. Ob das klappt? Oh Gott, das ist sehr schwer. Kein Problem. Danke schön. Moin. Danke. Ja, schnelles Geld, ne? Alles gut. Da noch welche? Wie viele Sticker sind noch da? Kriegen wir heute aber noch alle noch los. Also der Karton war randvoll mit Stickern und die werden wir heute noch versuchen an den Mann zu bringen. Dann haben wir noch eine eiserne Reserve, die uns übers Jahr bringt,
für die ein oder andere kleinere Veranstaltung oder halt auch einfach so mal. Sonntag 14 Uhr, Festival Endspurt. Auf der einen Seite freut man sich natürlich auch wieder nach Hause zu kommen und mal wieder eine schöne, saubere eigene Dusche zu haben, schönes, sauberes eigenes Klo zu haben. Aber wir würden ja nicht jedes Jahr wiederkommen, wenn man es dann nicht doch irgendwie vermisst. Sie packen heute schon zusammen. Ihr Plan? In Ruhe abbauen und dann nochmal feiern gehen. Denn am Montag reisen 40.000 Camper gleichzeitig ab. Stress pur. Morgen sieht das bei vielen hier anders aus, oder? Ja. Kann man von ausgehen. Da kann man von ausgehen. Ihr nehmt aber immer eure Zelte mit. Ja, die nehmen wir mit. Die waren halt auch 2 Euro teurer. Also das Standardzelt aus dem Supermarkt des Vertrauens. Ohne Markennennung. Von daher nehmen wir die immer gerne wieder mit. Ja. Maruka mit Pavel hat das Festival 2019 verlassen. Alles ist ordentlich wie gewohnt. Niemand kann sich beschweren. So muss ein Zeltplatz aussehen, wenn man nach Hause geht. Viel Spaß noch. Tschüss. 24 Stunden später. Von Festivalstimmung keine Rede mehr. Stattdessen Müll, wohin das Auge blickt. Vieles davon aus dem Festival-Discounter. Dieses Chaos wollen sich Thomas und seine Freunde ersparen. Sie sind heute Nacht mit dem Fahrrad nach Hause gefahren. Selina und Tim reisen dagegen erst heute ab, am Montag. Vorher gehen sie aber noch auf Schatzsuche. Ob sich das lohnt? Klebeband. Ja, so eine Rolle ist schon teuer. Am Ende beim Festival, was viel Geld kostet, ist das schon gut. Man findet immer wieder was. Ob es jetzt irgendwie eine Kleinigkeit ist oder einfach nur Pfand, ist halt schon nützlich. Kannst du das nachvollziehen, wie Leute so viele Wertgegenstände, auch Zelte, Stühle hier liegen? Echt nicht, weil ich meine, wir selber haben unser Zelt ausgeliehen und ich meine, wir haben kein Zelt, aber wir könnten gerne echt eins gebrauchen und wenn wir hier eins sehen, dann werden wir uns das auf jeden Fall, wenn das komplett leer ist, und werden wir es auf jeden Fall nehmen. 500 Tonnen Abfall kommen beim Perukaville zusammen. Ein Drittel aller Zelte bleibt am Ende stehen. Viele davon sind neu und ohne erkennbare Mängel. Campingstühle und Eimer, günstig vorher im Supermarkt eingekauft. Aber wer nichts hinschleppen will, will anscheinend auch nichts zurückschleppen. Hier ist jetzt keiner mehr drin. Das Zelt ist so gut wie neu. Und eins der guten, die extra von innen gekühlt sind, mit Doppelbeschichtung, und mein haben oder nicht haben. Was kostet das wohl, wenn du es kaufst? Ich schätze mal so um die 80 Euro. Ich denke auch. Ich verstehe nicht, was daran so schlimm ist, dieses Zelt innerhalb 3 Minuten oder so abzubauen, irgendwie einzuwickeln und mitzunehmen. Also ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass das hier echt keinem mehr gehört, weil ist halt auch echt alles so komplett hier vollgemüllt. Doch das kriegen Thomas und seine Leute alles nicht mehr mit. Ihr letzter Eindruck soll kein zugemüllter Campingplatz am Montag sein, sondern die große Abschiedsparty am Vorabend. Damit endet das Festivalwochenende für sie perfekt.